Ja, danke, Herr Präsident, geschätzte Volksanwälte. Ja, der Strafvollzug ist relativ gut durch die Corona-Pandemie und Krise gekommen. Es hat relativ wenig Beschwerden gegeben. Es wurde von den Insassen sehr gut verkraftet, dass es doch natürlich auch im Strafvollzug zu Einschränkungen kommen musste. Es hat zum Beispiel keine Ausgänge gegeben, Freigänge, nur unter besonderen Voraussetzungen, Anforderungen. Und auch Besuch, also Verkehr mit der Außenwelt, wie es heißt, war auch sehr eingeschränkt. Kurzweilig hat es keine Besuche gegeben, aber sonst mit eingeschränkter Besuch ist man da auch durchgekommen. Aber die Beschwerden haben sich hinten angehalten. Es hat sehr, sehr wenig Vorfälle gegeben. Auch das mit der Quarantäneabteilung hat gut funktioniert, dass die Zugänge mal auf eine Abteilung gekommen sind. Also da schon muss man schon sagen, ein Lob an die Generaldirektion, die haben das sehr, sehr gut gemeistert. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Straf- und Maßnahmenvollzug ist ja schon von meinen Vorrednern wieder gekommen. Reform des Maßnahmenvollzugs. Prinzipiell mal gestreift, versperrt sich die FPÖ nicht gegen den Maßnahmenvollzug. Nur eines muss man mal klarstellen, handelt es sich hier um frisches Geld, um Geld, das zufließt dem Justizministerium für die Umsetzung des Maßnahmenvollzugs, oder muss sich das Justizressort aus dem eigenen Fleisch schneiden, dann sind wir als Freiheitliche mal sicher nicht dabei, weil das ginge dann zulasten des sogenannten Normalvollzugs und das kann es dann nicht sein. Sie wissen ja ganz genau, Maßnahmenvollzug ist ein sehr teurer Vollzug. Es geht immerhin um die geistig Abnormen, nicht zurechnungsfähiger, zieht einen Umbau einer ganzen Justizanstalt Göllersdorf mit sich und ist sicherlich nicht billig. Und ich sehe im Budget, dass da nichts budgetiert ist. Schauen wir es sich einmal an, reden wir da mal drüber. Vor kurzem hat die Volksanwaltschaft Sprechtag gehabt am 1. und 2. Juni in der Justizanstalt Stein. Und immer wenn die Volksanwaltschaft in der Justizanstalt Stein ist, dann ist das eine gewisse Therapie, dann zieht das aber auch immer mit sich Beschwerden unter den Justizbediensteten. Es war ja vor einigen Jahren Vorgängerin Volksanwältin Außerdienst Brinneck, hat ja damals die Volksanwaltschaft bemängelt bei Sprechtagen, die lauten Falttore würden so einen Lärm machen. Diesmal waren es nicht die lauten Falttore, das sind riesige Tore, wo die Fahrzeuge, Busse hin und her fahren. Mit Kettenautomatik natürlich geht das nicht ganz lautlos. Und diesmal, siehe da, sind es die Haftraumtüren, natürlich auch aus Metall, wo die Volksanwaltschaft der Anstaltszeitung weitergegeben hat, man möge beim Einschluss um 20 Uhr, also nicht allzu spät, um 20 Uhr, doch die metallenen Haftraumtüren, die was auch einen Haftraumtürstock haben aus Metall, leiser verschließen. Und da ist ja nicht das Verschließen das Problem, nämlich das Verschließen funktioniert ja mit einer Riegel Automatik und der Riegel macht den Lärm. Wie das gehen soll, weiß ich nicht, aber vielleicht gibt es dann in den Justizanstalten mit dem Maßnahmenvollzug bald Gummitüren. Das ist dann natürlich jedenfalls leiser. Trotzdem bedanke ich mich sehr bei den Volksanwälten und ihren Mitarbeitern für den großartigen Bericht. Gar nicht so einfach in einer Pandemie. Weil ja auch die Tätigkeit der Volksanwaltschaft von Besuchen, Sprechtagen natürlich im Zuge der Pandemie eingeschränkt waren. Aber herzlichen Dank. Es ist gut, dass wir eine funktionierende, gute Volksanwaltschaft haben. Herzlichen Dank an die drei Herren. Dankeschön.